Iris Wolf, Lichtungen. Selten waren sich die Leserschaft und das Feuilleton einig. Lichtungen von Iris Wolf hat bislang sehr viele von uns begeistert und das nicht ohne Grund. In dieser Geschichte erzählt uns die Autorin eine ganz besondere Beziehung zwischen Lev und Cato. Sie lernen sich zu Schulzeiten kennen und fühlen sich sehr innig miteinander verbunden. Und an manch einer Stelle fragt man sich, ist das Liebe oder ist das noch Freundschaft? Was genau verbindet diese beiden? Sie gehen getrennte Wege. Cato ist eine Künstlerin, sie zieht von dannen, zieht durch die Welt und malt wunderbare Bilder auf der Straße. Lev hingegen bleibt zu Hause in Siebenbürgen und ihm fällt es schwer, loszulassen und Veränderungen zuzulassen. Was ihm aber sehr viel Halt und Geborgenheit gibt, das ist der Wald. Als nun Cato Lev eine Karte schreibt und fragt, wann kommst du, wagt Lev den Aufbruch. Und wir beginnen, und das ist das Ungewöhnliche an diesem Roman, gleich am Ende. Und Iris Wolf erzählt wie eine Matroschka die Geschichte zurück. Man begibt sich auf unterschiedliche Phasen der beiden und auch die Welt um sie herum ist im Wandel. Was Iris Wolf wieder ganz wunderbar gelingt, ist eine Ruhe in ihre Geschichte hineinzubringen. Ich mochte ihre sehr klaren, feinfühligen und auch poetischen Sätze. Es ist kein Buch, das man mal eben schnell in der Hochbahn durchliest, sondern eher ein Buch für Sonntagnachmittage oder für den Urlaub. Ein Buch, aus dem man unglaublich viel herauszieht und das eine Botschaft hat. Wir müssen nicht immer alles unbedingt erklären. Schweben ist auch ein schöner Zustand.